natürlich nehmen. Herzlich willkommen zur nächsten Folge ohne Tito hier im LS22-AP-Projekt Grow Level Up. Ja, wir haben eben unseren Göber hier hergebracht. Der steht fast startklar. Dann geht's schon weiter mit unseren Ballen. Ja, unser lieber Neffe ist auch schon auf dem Feld und artig am Mähen. Unser Hofhelfer ist auch aktiv und kümmert sich um unser eines Feld. So, wir schieben das Ding hier einmal gerade. Und dann kann es auch gleich schon weitergehen. Wir holen alles noch vom Hof ab. Und dann gucken wir mal, was wir heute noch so Feines schaffen. So, kann sein, den lassen wir hier. Der ist ready. So, dann laufen wir mal eben drum. Ja. Aber es ist zum Glück nicht weit, ne? Nicht weit. So. Sagen. Den bringen wir rüber. Hier ist schon gemäht. Ready. Ja, Pressen machen wir gleich an, sobald, ne? Wir haben den MF ja noch nicht. Also alles ganz entspannt. Sobald wir das erste Gras reinwerfen, geht's los. Dann starten wir alles. Und dann kann das da zum Laufen gebracht werden. Werden hier irgendwo diese super Abkürzung werden. Dann hier war das. Wie? So, die Nagelwand wird der JCB gleich noch ziehen, weil der fertig ist. Mehr Schlepper haben wir dann ja auch nicht, ne? Müssen alle hier im Einsatz sein. Wir machen hier noch schnell die Gerätschaften alle an. Oh, was vergessen, gell? Nichts passiert. Genau. Mal mit an. Dann sollte es laufen, gell? Na gut, später kann der 1050 das auch noch machen, ne? Wenn alles gemäht ist. Jetzt erstmal müssen wir den Dings nehmen. Oder wir tauschen den JCB. Obwohl, ich weiß gar nicht, ob der JCB das Mähwerk schafft. Hatten wir es denn beim letzten Mal gesagt, wie wir es machen wollen? In welcher Reihenfolge? Wer was zieht und macht und tut? Wir haben ja auch noch Dings. Jetzt glaube ich auch nicht packen, ne? Der 511er? Nee, mit Sicherheit nicht. So, wir starten mit Einsammeln. Oh, wir haben hier, ich wollte sagen, wir haben hier noch so die Mitte drin. Schon sagen. Kommt der nicht, ne? Den 1050, ja. Dann kommt der dran. Ja, und dann so lang sammeln wir hier mit ein, gell? Jetzt gerade drescht noch gar keiner. Das werden wir gleich machen. Sobald das eine Feld hier bei uns gedüngt und Pflanzenschutz drauf ist. Sollen wir doch den großen Ladewagen nehmen? Mit welchem Schlepper? Ein 511er? Packt der das? Dann rühren wir den eben von unten ab. Der ist sonst hier erstmal mit eingesammelt. Den JCB dann, den JCB, sag ich schon, den anderen genommen. Echt, dass der hier das kann? Der Ladewagen ist unten, ne?
Ja, wir hatten gesagt, wir wollen, also ich mache das jetzt erstmal, ich sammle jetzt erstmal ein. Und sobald Herr Wilde fertig ist mit Düngen und Pflanzenschutz, wechsle ich in den Drescher wieder. Das hatten wir vorhin so gesagt. Genau, wir haben zwei Ladewagen, das ist richtig. Ich weg? Aber noch nicht dran. Puh. Welche tauschen, ne? Mit denen, die wir jetzt beim Gühlwein haben. Den 700er, den hatten wir da, ne? Oh, der 511er hat man, glaube ich, auch gesagt, soll hier bei der Gühlwein bleiben. Dann switchen wir da gleich. Ja, ne? Tauschen wir. Tauschen wir den eben ein. Und dann holen wir den Ladewagen. Genau, den 5-Elber zum Bein bekommen. Genau. Dann machen wir das hinten. Wow. Guck mal, da passiert schon was. Hier dann, ne? Das nehmen wir mit nach unten und tauschen das gegen den Sammelwagen. Also wir lassen es da bei uns am Feld liegen. Nicht einfach hier, ne? Muss ja nicht hier liegen bleiben, sonst suchen wir es eh wieder. Ist doch, wie viele Stellen zu haben. Ja. Auf jeden Fall. Hier lohnt es sich jetzt, ne? Bei so einer Sache. Da stimme ich euch zu 100% zu. Tante Wilma. Ja, bitte. Ich bin fertig mit dem Mähen. Oh, das ist sehr gut. Guck mal, dann habe ich hier schon was für dich. Ja. Und zwar habe ich hier den schönen Fendt 714. Den bringe ich jetzt runter zu Feld 10. Ja. Da kommt ein Ladewagen dran und damit kannst du das ganze Gras einsammeln. Aber wir hatten noch so einen großen. Ist es nicht besser, wenn ich da gleich weiterfahre? So, ja, natürlich den. Ja, dann nimm den, natürlich. Oder brauchst du den 10,50? Nee, den brauche ich nicht. Wolltest du nicht irgendwie noch weiter dreschen? Ja, das mache ich jetzt auch. Ich bringe jetzt den 714er runter, also stehe ich da auf unser Feld 10. Ja. Und dann laufe ich zum Dreschen. Okay. Und dann wird da weitergemacht. Wo war der Ladewagen nochmal? Der steht unten auf Feld 10. Ah ja, okay, dann hole ich mir den jetzt gleich. Soll ich da auch die Mähwerke denn hinstellen? Dann brauche ich nicht so viel hin und her fahren. Ja, das kannst du gerne machen. Okay, dann mache ich das. Ja. Und dann fahre ich das ganze Gras jetzt quasi da zu dieser komischen Presse, genau. Aber ich habe diesen Pressführerschein nicht. Mhm. Den Press? Warum? Ja, weil du doch meintest, du warst da auf so einem komischen Lehrgang. Ich muss doch noch diesen, oder darf ich die Dings denn? Das müsstest du eigentlich doch, mach das mal. Da ist so ein Zettel mit so einer Anleitung. Okay, dann guck dir das mal an. Wohl. Haha, hier fährt so ein komischer Typ mit so einem kleinen Mini-Ding vor mir her. Den werde ich gleich mal wegräumen, wenn er so weiter langsam fährt. Wegräumen? Ja, da fährt man einfach drüber. Das macht einmal nur so bum-bum, weißt du? Okay. Und dann ist der quasi, ja, als wenn nichts gewesen wäre. Ja. Das machen wir ständig im Brandenburg. Das ist voll cool, das darf man ausprobieren. Ja, wenn du das sagst, aber nicht, dass wir hier irgendwie Ärger kriegen, ne? Macht da keinen Witz. Nein. Ist hier überhaupt Polizei? Ja. Ist die so? Die haben wir hier. Also eigentlich ganz nett. Der hat mir eigentlich schon ganz gut geholfen. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, wenn du da Quatsch machst, ne? Aber eigentlich ist immer schon mal doof, habe ich gehört.
Was ist du? Ich gehe so ein bisschen durch die Gegend, habe ich das Gefühl. Das Wort eigentlich. Ach so, ja, das ist immer, ne, das ist immer so Auslegungssache. Halt irgendwie eigentlich auch du. Ja. Deswegen, ne, sei einfach artig. Ja, ich weiß. Aber Mama sagt da manchmal was anderes. Nee, hast Mama du manchmal deine 5 Minuten? Du hast manchmal deine 5 Minuten, sagt sie. 5 Minuten? Oh. Ja. Genau, und den Zug 1050, den machst du jetzt unten an den Ladewagen. Der steht unten dran. Na, habe ich doch so gemacht. In den großen da, Pettinger. Den hatte ich doch vorhin schon dran. Genau, den holst du jetzt einfach noch ab und damit sammelst du dein Gras ein. Ja, das, genau. Und dann bringst du es dann rüber und dann wird das gepresst und dann werden da diese komischen Ballen für was auch immer draus gemacht. Genau. Cool, dann machen und dann die Silageballen. Ja, ist ja okay. Du machst das schon. Weißt du doch. Glaubt er an dich? Ja, ich bin jetzt schon auf dem Weg zum nächsten Feld wieder da. Sehr gut. Bis und ich fahre jetzt hoch da zu Feld 42, wo wir uns vorhin getroffen haben. Und werde da jetzt erstmal weiter mit dem Drescher arbeiten. Okay. Damit wir da auch vorankommen, weißt du? Was macht hier dieser... Da ist noch so ein Typ, der hat ungefähr von irgendeiner Spritze gesprochen. Ich dachte schon, ich habe Angst, muss Angst haben, aber... Irgendwie meint er, wenn der ist irgendwie so eine Feldspritze. Seit wann spritzen wir denn Felder mit Spritzen? Ja, das ist doch, ja doch, das klingt so. Ich dachte mal, wenn man Spritzen braucht, geht man zum Arzt. Ja, auch. Aber hier, ja, also ja, das ist richtig. Du musst da auch manchmal zum Arzt. Aber ja, in diesem Fall das? Brauchen unsere Helfer, unsere Felder auch Hilfe, weißt du? Vor 4 Jahren, ey, das war so nervig, ne? Ja, dieses, das... Ah, da bist du ja, guck mal, hallo. Hi. Ja. Warte, und jetzt sage ich wieder, bye. Kannst du gleich mal gucken, ob in dem Ladewagen schon Siliermittel drin ist, bitte? Ja, der ist voll bis... Sehr gut. Sehr gut. Dieser komische Anzeiger. Das ist hervorragend. Dann kriegt man da nämlich irgendwie mehr Ertrag raus, ne, oder so. Ganz war. Genau, das hat mir, ja, das hat mir Onkel, ist der Willi? Nee. Wolle hat mir das genau. Ja. Komm mal mit dem Namen nicht so zurecht. Onkel Wolle hatte mir das schon mal erzählt. Das ist ganz wichtig, dass das immer voll sein muss, alles. Das stimmt. Es muss halt immer. Wir kürzen hier einfach mal ab. Ist ja weg. Dann sind wir gleich bei unserem Feld. Also wenn du mich suchst, ich bin jetzt halt wieder oben bei unserem Drescher. Okay, ich spiele gerade Trecker-Weitwurf. Ja, mach das so, ja. Ne? Nein, ich fange jetzt hier an, das komische Gras einzusammeln. Also in Brandenburg haben wir ja immer irgendwie so ein anderes Gras, aber ja, ich glaube, das ist hier fehl am Platz heute. Ja, nee, das lass mal weg, bitte. Du musst voll konzentriert sein. Okay. Volle Konzentration. Aber ich bin 18, ich darf jetzt machen, was ich will. Ja, das ist richtig. Aber musst da trotzdem auch an dich und alle anderen denken immer, ne? Weißt du, wie ich meine? Wieso denn an mich? Mir geht's doch dann immer richtig gut. Weißt du, du bist dann noch viel entspannter. Vielleicht musst du, das musst du mal Wolle geben. Dann ist er viel entspannter. Das stimmt schon, ja. In manchen Situationen wäre das nicht schlecht. Ja. GPS machen wir gleich an. Ja, manchmal wäre das gar nicht verkehrt. Vielleicht. Aber du kennst ihn ja, ne? Ja, aber am Ende bringt den das um, sage ich dir. Der Stress, ja. Ja. Das sage ich auch immer zu ihm. Aber er stresst sich halt immer mit allen Sachen. Aber was willst du machen?
mal, wenn du da alles eingesammelt hast, habe ich dann auch noch eine Aufgabe für dich, beziehungsweise auch unseren lieben Hofhelfer noch. Boah, noch mehr zu tun? Das ist schon 5:30 jetzt langsam. Ja, das geht hier bis mitten in die Nacht, aber mach erstmal. Darf ich so lange überhaupt arbeiten? Natürlich. Warum solltest du es denn nicht dürfen? Ich muss irgendwie aufpassen, dass ich hier nicht ausgenutzt werde. So ein Quatsch, was die Mama da sagt. Okay. Ich weiß gar nicht, was sie meint. Na gut. Das ist Blödsinn. Und jetzt wenn du das möchtest, gibt es auch immer Kekse und so, ne? Das ist alles gar kein Problem. Kekse? Ja. Was? Was gibt's hier? Natürlich. Okay. Was macht der Wolle eigentlich für eine Reha? Entspannung. Ja, das... Okay, und wo, also was macht der da so? Hat der dir irgendwie was erzählt? Die machen da Übungen. Übungen? Ja, wie sie sich selber runterfahren können in stressigen Situationen, so mit Atemübungen, ja. Sehr viel Schwimmen, ja. So Wassererobik, Wasser- und solche Aerobik. Sachen. Cool. Ja. Wassererobik? Boah, ja. Nee. Er muss halt zu sich selbst finden und entspannter werden und so. Also so wie ich den Wolle kenne, Wassererobik wird gar nicht sein. Und Yoga. Yoga ist auch mit dabei. Yoga, Meditation. Das ist alles mit. Also ich habe ihm das gebucht. Ach, du hast ihm das gebucht? Ja. Mama meinte irgendwie der ist irgendwie was. Was war das mit dem Psychologen oder der, also, naja, der war irgendwie kurz vorm Burnout oder so und der brauchte das jetzt einfach halt mal. Er muss halt einfach mal ein bisschen tiefer durchatmen. Ach. Ich habe so schon versucht, mit ihm Übungen zu machen, das klappt aber nicht und er ist ja dann auch immer so zickig, weißt du? Weil ich das halt ihm sage, ja schon, ne, wenn es die Schwester sagt, dann ist das immer doof. Deswegen habe ich gesagt, komm, guck mal, da sind doch ganz hübsche Ärztinnen besser gesagt, ne, kennst ihn ja. Und dann, damit konnte ich ihn doch ganz gut locken. Und da sind ja auch viele andere Damen noch, mit denen er da so ein bisschen reden kann. Ja, der Wolle ist immer so ein... Reha-Bekanntschaften. Ja, der Wolle ist immer ein kleines Schlitzohr. Eigentlich ein großes, wenn man es genau nimmt. Ja, schon. Nein, halt, hier darf ich nicht langfahren, dann fahre ich beim Nachbarn übers Feld. Das nicht machen. Hast du ja erzählt, deswegen mache ich das ja auch nicht. Genau. Sonst gibt es bestimmt Ärger von der Polizei oder so. Ja, ganz genau. Mit denen möchtest du dich nicht anlegen. Ach, dann nehme ich mein 1050 und fahre drüber. Dann haben wir wieder das Brandenburger Spiel, weißt du? Dann macht man einfach Bum-Bum und dann... Was ist mit der Polizei? Ach so. Nee, die haben mir ja geholfen, weißt du? Die haben dir wieso haben die dir denn geholfen? Wobei denn? Ja, uns sind ja hier Felder kaputt gemacht worden. Wer war das? Das sind die am Ermitteln. Noch. Und haben die da schon ein Ergebnis? Noch nicht, aber ich hoffe bald. Hast du da mal nachgefragt oder soll ich das mal machen? Das können wir gerne mal zusammen machen, wenn du möchtest. Dann wähle ich jetzt die 110 und dann können die mir da helfen, oder wie? Ja, das könnten wir versuchen. Das können wir gleich mal machen, wenn du willst. Mal gucken, ob da sich einer meldet. Ich bin gespannt. Da gibt es so einen Extra-Channel. Ja. So, da müssen wir vorher einmal rein und dann können wir das da mal machen. Ach so, mit quasi... Seit wann hat die Polizei denn wartet? So ja, das ist hier ganz speziell. Ja, weil wahrscheinlich die kein Personal haben oder so, ne? Ja, es ist halt nur der Herr Streng, der da arbeitet. Ich war letztens in Berlin, ne? Und boah, voll krass, was ich da erlebt habe, ne? Und dann musste ich da die Polizei rufen und dann habe ich da erstmal einfach 5 Minuten in der Warteschlange gehangen. Und ich dachte mir so, naja, aber was machst du denn jetzt, wenn du wirklich Hilfe brauchst, so, weißt du? Das wäre schlecht, ja. Und dann hängst du da erstmal und dann hat er mir erzählt, naja, er hatte vorher 2 Bagatellfälle. Weißt du, und dann denkt man sich doch auch nur so, boah, Wahnsinn. Ja, wie du schon sagst, in so einer Notfallsituation wird es dann schwierig. Immer Ankerer, Hallöchen. Krause. Hallo, Herr Krause. Hören Sie, was mäßt im Hall?
Was? Was mähst du in Ming Halle? Wie, was mähe ich in der Halle? Was mähst du in Ming Halle? Hier steht ein MF, hier steht ein Femd und hier steht eine Gürweil. Ja, das haben wir doch beim letzten Mal auch gemacht. Sie kriegen von uns wieder Silage. Da musst du Bescheid sagen, Mädchen. Ach so, Entschuldigung, ich dachte, das wäre klar, dass wir das da wieder machen. Ja, aber du musst Bescheid sagen. Ach so, na gut. Reicht das, wenn ich Ihnen das jetzt so quasi mitteile? Ich habe noch einen anderen, der will auch was aufladen, dich. Ach so, sehen Sie, das wusste ich nicht. Ich dachte, dass das so klar war, dass wir da wieder hin sollen. Der braucht Platz, dann stell die Maschine auf Brüsse und mach sie Brüsse, damit der aufladen kann, dich. Ja, ich weiß gar nicht. Ferdi, bist du da gerade noch? Ja, na, ich fahre jetzt hier mit einem vollen Ladewagen mit 1000 Liter, 100.000 Litern in fast. Ja, wärst du so lieb und würdest das dann da einmal umstellen? Der Herr Krause erklärt dir das bestimmt auch nochmal, wo was hin soll. Ja, das kriege ich wohl hin, ja. Das ist ganz lieb. Ich habe die Abfahrt verpasst, ich muss nochmal um Pudding fahren. Mist. Ja, Herr Krause, mein Neffe kommt vorbei. Mhm, ich sehe ihn schon. Sehr gut. Aber ich muss hier... Ich dachte, das wäre schon geklärt gewesen, wissen Sie? Aber dann war es das wohl nicht. Echt? Ich dachte auch, dass das Ding schon bestellt bei der Göwel, aber das war auch nicht. Aber gut, da habe ich falsch gedacht, nicht schlimm. Jetzt haben wir es ja. Ich muss noch fäden, ne? Die haben ein bisschen Bock. Ist so. Sie sagen's. Aber der kann mal ja super, der Neffe da. Ja, der fährt zum ersten Mal die Maschine. Ja, den kann ich ja beim Laufen die Füße besohlen. Die Schuhe besohlen. Ja, das sagen Sie ihm besser nicht. Ja, ich kann keinen Zick, ne? Ich kann noch anders tun. Daddy, du musst dich ein bisschen beeilen, bitte. Ja, ich bin doch jetzt hier, aber irgendwie das Ding ist hier voll verwirrend. Wo muss ich denn jetzt hier lang fahren? Wilma Ackerer, hallöchen, hier ist ja heute was los. Obermeier. Hallo. Ich habe ein kleines technisches Problem bei mir hier am Hof unten. Und hier liegt eine Schaufel vor der Garage und ich würde gern rausfahren. Und die liegt hier schon länger. Schaufel? Ja, eine Universalschaufel. Spicy Chicken steht drauf. Okay. Ja. Würde es die Möglichkeit geben, die Schaufel abzuholen? Dann, ja. Weil heute haben sie ja tatkräftige Unterstützung. Vielleicht schafft es ja ein Helfer, dass er mal kurz runterkommt und das Zeug abholt. Ja, das gebe ich gern mal so weiter. Das hört sich gut an. Auch wenn sie halt einen Stress haben, aber bei mir ist halt auch ganz schön voll. Ich habe schon alle drei Teams angerufen, dass sie ihr Zeug abholen. Ja, nee, dann wir haben ja unsere Sachen da schon, glaube ich, fast weg. Ja, ein Maisflipper steht hier noch unten. Ja, der Drescher ist derzeit noch im Einsatz. Das kann ich erst später machen. Das ist kein Problem. Jetzt steht hier noch ein Fahrrad hier draußen. Was ist das denn? Seitenstecher. Muss ich schon wieder telefonieren? Nee, aber ja, wenn... Ja, dann... Nee, ich gebe Bescheid. Das hört sich gut an. Dann bedanke ich mich. Dann wünsche ich noch einen schönen Tag. Ebenso, danke. Tschüss. Du, Wilma. Ja. Boah, das ist hier voll eng auf diesem Hof, ne? Also, das ist ja ein komischer Typ. Wie soll man denn hier ordentlich arbeiten können mit großen Maschinen? Das ist schwierig, ne? Das ist ja irre. Jetzt habe ich die Göwer hier, muss ich jetzt hier umparken, aber ich habe gar keinen Platz. Wie soll das gehen? Ach, du machst dir da schon Platz. Ansonsten frag den Herrn, der eben da war, was er da sagt. Der meinte, ich soll jetzt irgendwie aus der Halle rausfahren und das auf der anderen Seite aufbauen und alles. Und dann, na gut, dann mache ich das jetzt. Ist das ein Stress hier bei euch immer? Ich sage dir. Oh, da war ein Stein. So, jetzt muss ich mal gucken, ob ich Herrn Wilde auch hier einmal kurz irgendwie über Funk erreiche. Herr Wilde, können Sie mich hören? Geht das Funkgerät hier? Ja, ich höre Sie die ganze Zeit schon. Sagen Sie mal, wenn Sie unten beim Händler sind, da muss irgendwie eine Universalschaufel von uns liegen. Können Sie die einfach nur rüberwerfen auf Feld 10? Kann ich tun, dann nehme ich einen Frontlader mit runter. Ja, das wäre ganz lieb von Ihnen. Jawohl. Dankeschön. Okay, mach ich dann im Anschluss. Dankeschön. Geht doch. Ich weiß gar nicht, wo das Problem ist. Soll er das Ding doch einfach zur Seite schieben? So eine Schaufel.
habe irgendwie so einen kleinen Schluck auf, habe ich das Gefühl. Immer so ein bisschen holperig. Und Ferdi? Ja. Wenn du fertig bist. Nein. Okay. Dann komme ich ja. Nein. Dann gibt's wieder irgendwas zu tun. Ja. Wahnsinn. Dann müssen die Felder, wo du eben gemäht hast, wenn die leer sind, die müsstest du dann auch nochmal düngen. Okay, aber erstmal muss ich ja jetzt hier diese Ballensache machen. Ja, das wäre super. Mach ich. Das ist lieb von dir. So, aber wenn du möchtest, mach ruhig erstmal ein Päuschen. Einmal ein bisschen, ne? Laufen, die Glieder strecken. Okay, und so aber weiter. Ich dachte, ich muss arbeiten. Ja, aber ne, das ist wichtig, dass du da nicht irgendwie einen Krampf kriegst. Beim Sitzen? Ja. Wahnsinn, wie kriegt man denn da einen Krampf? Ne, und auch, dass ich gehe mal davon aus, dass du keine Thrombosestrümpfe trägst. Das brauche ich mit 18 Jahren noch nicht, Wilma. Jetzt wird's aber wild hier. Deswegen? Weißt du, was richtig doof ist? Na? Jetzt muss ich mit diesem riesen Ladewagen rückwärts hier einen Berg runterrangieren, damit ich diese blöde Göwei treffe. Aber das bin ich doch noch gar nicht gewohnt. Das hatte ich noch nicht in der Fahrschule. Das kriegst du schon hin. Ich glaube an dich. Gut, dass das Privatgelände hier ist. Das kriegst du alles hin. Oh, 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 oh. Ja, ich denke schon. So, jetzt streck und reck dich erstmal. Wir machen das auch. Und damit sind wir auch für diese Folge am Ende. Ja, gut, wir haben ein bisschen Arbeit, ne? Ich glaube aber noch, dass wir relativ gut alle Aufgaben, die wir hier so hatten, die heute auf jeden Fall gemacht werden sollen, dass wir sie schaffen. Ich bin eigentlich noch positiv gestimmt. Ja, mal gucken, wie es so, ne, in den nächsten Folgen aussieht. Ich bedanke mich auf jeden Fall ganz, ganz doll, dass ihr mit dabei wart. Ich freue mich ganz auf eure Kommentare und ja, danke immer noch für eure Hilfe, ihr zwei. Schaut auf jeden Fall bei allen anderen auch mit vorbei. Und dementsprechend würden wir uns für heute verabschieden und dann mal sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüss. Tschüss.